So, moin Leute, es geht schon wieder los. Ein Jahr später. Gleiche Location. Genau, selbe Stelle, selbe Leute. Gleiches Ding, wir wollen in den Auwald gehen, um Käppchenmorchen, Speisemorchen, böhmische Werpeln zu finden. Let's see what goes. Max, du warst in der letzten Zeit schon hier? Ich war vor ungefähr einer Woche hier und da gab es ein paar Käppchenmorchen auf jeden Fall. Also wir sind guter Dinge, dass was geht. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Warst du schon unterwegs? Ja, Käppchenmorscheln habe ich schon keine gefunden, okay. Aber die Werpeln und auch Speisemorscheln, die liefen gut. Okay. Also ja, rein da. Also rein da, let's go. Viel Spaß. So Leute, Morche Challenge Level 2. Heute wird es ein bisschen doller. Max und Daniel sind schon vorgerannt, die sind heiß. Ich guck mal, ich versuche mal hier langsam zu machen. Ist auf jeden Fall viel schwieriger als Obstwiese, jetzt mal die Augen überhaupt klar zu kriegen. Sehr, sehr schöne Location hier mit dem Bächlein und so. Auf jeden Fall toll. Schauen wir mal, was geht. So, Max hat den ersten Fund gemacht und zwar Kastanienstielporlinge. Sehr, sehr lecker riechender Pilz und auch schmeckender Pilz, aber nicht essbar, weil zu hart. Zäh wie Leder. Oh, sind die schön. Mega. Wow. Okay. Da ist der Rand schon ein bisschen eingetrocknet. Aber wie gesagt, die sind wirklich zäh wie Leder. Aber riechen mega lecker pilzig. Oder Max? Ja, Klischee-Pilz. Ja, wirklich. Tatsächlich. Sehr das ist lecker. So geil. Also, was machen wir damit? Ein paar mitnehmen oder wie? Vielleicht machen wir eine Brühe später mal damit. Ja. Schön. So, Auwald war gar nichts. Wir haben uns echt alles abgesucht und abgelatscht. War einfach nichts. Jetzt gehen wir mal Richtung Obstwiese. Mal gucken, ob hier irgendwas funktionopeln tut. Hier sind auf jeden Fall Herbstzeitlose überall und andere Zeigerpflanzen. Let's see, vielleicht finden wir da eher was. Ich habe ja dieses Jahr eher auf Obstwiesen gefunden, aber mal schauen, es ist noch nicht aller Tage Abend. Wir laufen jetzt zu einer Stelle, wo hier bei den Heckenzügen ein paar Eschen drin stehen. Da gibt es Speisemorcheln, Fingerhutfärben, Käppchenmorcheln und Morchelbecherlinge. Jetzt müssen wir nur noch den fünften Finger drücken, den Daumen drücken. Ja, Mann, Finger gedrückt, drückt bitte mit. So, hier übrigens typisch für die Esche, diese Blätter. Ich hoffe, das erkennt man hier. Max, was mit dem Guiding hier, Alter? Wir hatten gebucht. Morchen. Wir sind gleich bei der potenziellen Stelle, wo wir hinwollen. Okay. Und ich hoffe, es gibt was. Wenn nicht, ist dein. Wir alle hoffen, dass die Morchenmagie fehlt. Ja, weil ich die alle. Ich hab die alle schon abgepflückt in Brandenburg. Paderborn? Paderborn. Oh, so, als könnte von der Insider werden. Nee, und genau, deswegen habe ich ganz schlechtes Karma mitgebracht. Und ich habe einen Maipilz, mehrere Maipilze und bin fast draufgelatscht. Die ersten Pilze des Tages. Live mitgeschnitten, filmt er ja. Wenigstens was, aber echt so fast draufgelatscht. So, Leute. Mais. Mahi Mahi. Schönes Nest hier. Mahi Mahi. Ja. So, und wo bei dir? Da. Geil. Nehmen wir die mit, Max? Ja. Natürlich. Komm, ey, wir brauchen was zu fressen. Wir haben nichts. So, der Pilzgott hat es gut gemeint mit Moritz. Ja. Hat er direkt Maipilze gefunden. Also, das Karma hat gewechselt. Puh. Herrlich. Lamellen sind schön weiß.
Lamellen sind immer noch schön rein weiß, also der passt für mich noch, der ist noch vital. Ist er relativ leicht? Es geht, es geht. Ich sage, der ist verwurmt. So, riechen tun die immer so nach nassem Mehl oder nach Gurke. So eine Mischung aus nasser Mehlgurke, also und Gurke. Hm? Nasse Mehl und Gurke. So, und wir gucken mal, der ist auf jeden Fall bewohnt. Der fühlt sich so ein bisschen leicht auch an. Deswegen meinte ich das zu Max. Also Maipilze sind gerne auch mal richtig knackig. Und bei dem dicken Stiel, den die haben, der übrigens unten gerne mal so ein bisschen knorrig ist. Nee, verdickt. Nicht, ja, knollig verdickt, kann man schon mal sagen, oder? Ja. Gehen die Maden gerne rein. Also die können wir alle wahrscheinlich knicken. Doof. Ja, alle durch, oder was? Ja. So, die nächsten Maipilze. Okay, geil. Vielleicht sind die ein bisschen fester. Ich hoffe es. Jetzt, oh nein, der ist aber jetzt zerbrochen. Guck, wie stabil er wirklich. Ey, der ist nicht bewohnt. Cool. Mega hübsch. Geil. Die sehen gut aus. Genau wie der. Also weiter geht's. Da müssen wir eigentlich durch. Da müssen wir durch? Ja. Da müssen wir durch, wenn wir hier so. Max, ey, you better have Morchels, ey. Überall, wo hier steht, steht auf dem Sterben. Ja? Ja. Okay. Es wirkt halt ultra trocken für mich auch, ehrlich gesagt. Ja, aber steckt mal Finger in den Boden. Steckt mal Finger in den Boden. Oh, wie hübsch. Ja, guck mal, die ist mit einer Orangenkappe. Die sind richtig schön. Ja, eigentlich. Guck mal, so müssen sie halt aussehen, ne? Sollten aber genau hier eigentlich die Speisemotte stehen. Ach so. Ja, die sind wirklich schön. Georgsritterlinge. Das. Schön ab durch die Dornen, das ist sehr nett. Max, Alter, was tust du mir denn hier an? Das piekst alles. Wie schon, guck mal, was hier für Dornen dran sind. Hallo. Zum Schwacken, ey. So, oh. Wo ist eigentlich Daniel? Ist der stecken geblieben oder? Ist schon durch. Der ist durch, Alter. Ja. Okay, geil. Sie sind so Augen. Oh nein, ein Baby. Ja. Du hast es getötet, Daniel. Was heißt getötet? Ich hab's berührt. Ich wollte es für dein Video an Ort und Stelle. Für mein Video. Alle nur für mich getötet. Ist abgebrochen. Aber ist sowieso schon vertrocknet. Oh. Aber Max hat nicht gelogen. Hier stehen Fingerhutwerpeln. Geil. Okay. Und hier hast du auch noch den Weinberglauch. Oh. Da ist noch eine, ohne Kappe oder mit verkümmerter Kappe, ne? Gerade, wo wir geschwätzt haben. Krass, ja, man muss sich echt hinsetzen. Ja, also sie ruhig waren auf jeden machen, Fall ne? da, mhm. Aber wir sind zu spät. Ist einfach so, wir sind zu spät. Daniel, ich habe auch noch eine, guck mal. Auch eine Fingerhutwerpe mit vertrocknetem Hut. Einfach schon ein bisschen zu alt. Schon ein paar Tage zu alt. Aber hier sieht man wunderschön diesen runzeligen Stiel. Geil! Nee, es ist eine echte Muschel. Das ist wirklich eine echte Muschel? Ja. What the fuck, was macht die hier? Woher kommt nichts die? Zum Schlecken. Ja, stimmt. Wie du aber voll sagst, hübsch. Das ist eine Krähe vielleicht. Ja, denke ich auch. Ja, eine Krähe mit dem. Ja, die böse Muschel. Feld- und Wiesenmuschel. Ja, voll. Die Ausbeute ist sehr gering bis jetzt. Was sagst du dazu? Hast du noch Hoffnung? Ja! Hier, guck mal. Da. Geil, Alter, der Mega-Ring wieder. Hier, guck mal. Alter, Hexenringe ohne Ende. Ja. Wie toll. Guck mal, haben wir eine Hexenring-Folge. Und guck mal, du siehst auch. Nee, das kommt nur durch unser Laufen, oder? Nee. Da, es sieht auf jeden Fall von hier so aus, als ob da, wo die stehen, Gras auch grüner ist. Meistens siehst du, dass wir die Hexenringe. Ja, doch, es ist grüner. Genau, saftiger. Ja. Weil mit Nährstoffen angereichert. Um die Ziel. Richtig geil. Die kleine Nester, wo dann halt irgendwie 6 Stück stehen oder so. Und der geht hier. Guck, der geht da weiter. Hier? Cool. Da kommen welche, der geht einmal um den Baum rum. Hier sind die nächsten. Da sind die nächsten. Hier sind die nächsten. Mal gucken, ob er voll ist oder nicht. Nächster Hexenring. Warte mal. Der geht hier. Der geht da weiter. Hier? Toll. Krass. Hier, guck mal da. Geil, Alter, der Mega-Ring wieder. Guck mal. Alter, Hexenringe ohne Ende. Wie toll.
So, auf Max Garten ist wenigstens Verlass. Kurzer Zwischenstopp. Und ich habe die Beute Becherlinge extra stehen lassen. Ja. Aber die sind Sonne. Aber zu spät. Warte, da ist auch noch einer. Guck, okay, es war wirklich Sonnenschaden. Opa, ja, okay. Opa hat nicht gelogen. Wir haben nämlich vermutet, dass mein Opa eventuell die Meuchelbecherlinge weggemäht hat. Ja. Würde er nie machen. Nein. Guck mal, der hier sieht noch halbwegs. Ne, der sieht auch nicht mehr gut aus, aber man kann ihn zeigen. Da. Daniel findet noch einen. Und er riecht auf jeden Fall immer noch ein bisschen chlorig. Vielleicht stäubt er noch mal aus. Ne, ich glaube, der ist zu alt. Oh nein! Ich habe ihn rausgeholt. Jetzt ist er eh durch. Gut, dann kann ich jetzt auch noch mal dran riechen. Ah, der riecht schon noch arg nach Chlor, ey. Guck mal, da haben wir auch noch einen. Krass. Au! Distel. Oh, scheiße. Ey, aber das ist so abgefahren, ne? Riecht mir einfach so geil nach Schwimmbad. Der hier auch. Guck. Ja? Ja, ja. Geil. Da sehen wir, sie sind auch nicht arg groß geworden. Eklig, aber geil. Schön inhalieren. Extra für euch stehen lassen. Oh, oh, Max, du bist so ein Schätzchen. Guck mal. Ich kann auch mal gucken, wie alt sie sind. Geil. Leider auch komplett durch hier, ne? Mhm. Voll trocken schon. Hier. Sehr, sehr schönes Licht, sehr schöner Tag, nicht so geil mit den Morcheln. Fazit, wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Ja, wir sind ein bisschen zu spät, Standorte haben eigentlich gepasst für den Zeitpunkt, wir hatten es ja auch drüber. Daniel, was sagst du, du hast ein paar Fingerhutwerpeln gefunden? Ja, leider waren wir zu spät dran, aber das ist auch gar nicht schlimm, sie waren trotzdem da. Die Stellen, die uns gescoutet worden sind, die wir entdeckt haben, die haben auf jeden Fall gepasst, das muss man ja absolut mal sagen. Ja. Aber das ist halt das Morschel-Werpel-Game. Es ist nicht einfach, es ist die Champions League irgendwo. Voll. Und, ist so. Und deswegen, auch wenn man mal irgendwie Rekordfunde macht oder so, es ist halt nicht immer so. Es ist kein Wunschkonzert. Ja. Ich finde es einfach nur menschlich, dann auch im Video mal zu zeigen, dass es nicht immer nur volle Körbe, genau, voller Alarm. Hier. 30 Morscheln auf einem Fleck. Das ist unser Korb. Das ist die Realität. Eben, und so die zeigen aus. Wir euch. Ja. Und morgen wird es vielleicht ein bisschen besser. Wer weiß. Mal schauen. Auf jeden Fall, bleibt dran, bis morgen.